herzlich willkommen zu Freinen und Scharanke, die Zocktrottel. Heute spielen wir zum ersten Mal eine Kampagne des neuen Spieles Call of Duty Black Ops 3. Wir steigen schon mitten in der Kampagne ein. Es besteht eigentlich nur aus dem Kennenlernen des Spieles. Ja. Wenn wir so ultra tolle Rechner haben, können wir es einfach auf der schlechtesten Stufe spielen. Weil es einfach dermaßen viel Leistung braucht, dieser Fuck. Und man kämpft dagegen scheißige Roboter, gegen die wir nur boxen können. Guck mal her. Ich bin schon tot. Ich rette dich. Danke, bist du ein guter Mensch, der kommt frei. Ja, ja. Hau dann um. Schon gut. Passiert. Den hole ich mir jetzt einmal. Meine Güte. Wir sind so dumm. Ja, ein bisschen. Schon mal hier, Neuling. Also wir haben ja schon mehrere Missionen hinter uns und ja, man muss sagen, wir haben eigentlich jetzt bis jetzt nur eine Art Kennenlernen des Spiels gehabt, ne? Naja, das stimmt. Die haben uns halt die ganzen Futures gezeigt, was man machen kann. Aber das war es auch eigentlich schon wieder. Ja, traurigerweise. Traurigerweise schon. Ich lebe hier. Meine Güte, das ist doch. Leben. Das ist nicht machbar. Doch, also. Mein Gott, wir dürfen ja nicht vorrennen, die Verrückte. Ja, bin ich vorgerannt? Ja, doch. Da kannst du noch vorrennen bei dem einen. Sie sehen dich auch als Feind. Ja. Probier sie mal bei diesen Bots aus. Mein Gott, jetzt bei den anderen, das sind viel zu viele. Naja, ja, wir bleiben da. Also es ist so, wir spielen auf der härtesten Härtigkeitsstufe, ne? Die Härtigkeitsstufe. Ja, vor allem, was bringt dir nichts zu schießen, weil... Doch, wir sterben dann auch. Siehst du? Den holen wir uns jetzt so, den Bastard. Oh, Stück Sturm, hä? Ich bin Sturm. Macht aber nichts. Mein Gott, du hättest doch nur ein einziger war übrig! Ja, und? Du bist auch tot. Ja, weil ich jetzt im Steam endlich drin bin. Ja, das ist ja supi. Ja, cool, ey. Die Zuschauer fragen sich sicherlich, warum ich jetzt gerade Steam erwähnt habe. Wir müssen das auf einem uralten Laptop neu installieren, damit wir das beste Spiel aller Zeiten installieren können. Und zwar, ich bin tot. Das Spiel heißt nicht, ich bin tot, sondern Cossacks! Back to her! Das uralte Cossacks. Ja, ist echt kein neues, sondern echt uralt aus Kindheitstagen. Ich muss auch Nades werfen. Ja, ich hab keine Nades. Doch. Ja, dann beweg mich wieder, dann kann ich Nades werfen. Ja, bekommt von Nagel. Ja. Ich stimme mit vorne. Oh Gott. Töt ihn! Töt ihn! Oh Gott. Ja, ich schaff mal. Guter Plan. Schaff mal. Geht doch. So. Lass dir immer so einen vorrennen. Nein, komm mal noch. Ich komm gleich. Mein Gott, jetzt kann ich mich nicht einmal in Steam anmelden bei dem ganzen Stress. Naja, so ist es. Ein Krieg. Da ist keine Zeit für anderes. Das stimmt. Das ist nicht schon wieder so weit vor. Jetzt haben wir aber zwischendurch. Nur einer. Ach Gott, endlich. Also für unsere Zuschauer, die das Spiel nicht kennen, das ist eine Simulation gerade. Also keine Realität. Na. Oh Gott, jetzt sind wir tot. Oh Gott, du hast auch eine Nade. Scheiß auf die Nade, ich brauch keinen Mensch. Das hat man schon vor, wenn man die Totboxen, ne, genau. Ja, schön gestorben. Naja, solange einer beim Decken bleibt, haben wir Chance. Ja, das ist halt der Vorteil, wenn man ich bin tot! Pass auf! Ne? Ich bin tot! Komm vor! Leg du dich lieber hin, die töten dich! Ach schmarrn! Mein Gott, nein, Mensch tötet mich! Wir müssen gleich wieder von vorne anfangen müssen. Ach schmarrn, das hat schon gespeichert. Beschütz mich lieber, falls der von hinten kommt, gell? Mit was? Keine Gute. Ahnung. Oh hinten? Gott, der ist da. Jetzt nimm mal. Abschüsse, warum hast du 125 Abschüsse und nicht erst 7? Weil ich gut bin. Alter! Das ist ein Scherz, oder? Das Spiel ist scheiße. Oh Mann. Ja, sie kommen von überall rein. Ja. Jetzt könnte man es ja nicht boxen, ne? Ja, boxen ist tot. Ich bin auch tot. Warum bist du tot? Wieso bist du tot? Ja, warum? Weil ich selbst tot war. Nein, das glaube ich nicht. Ach, du kannst nicht mal am Arsch lecken.
Nee, das war echt wieder Mande! Ja, was hast du gespeichert oder auch also gesagt, gell? Ja, das ist so klar, dass es stimmt. Ja, der erste. Gott. Das war doch mein Part, als erster vorzulaufen. Ja, denn wer soll dein Part gewesen zu töten? Ja, ich töte ihn jetzt auch Geschichte, ey. Warte kurz. Mein Gott, in dieser Folge werden wir nie aus diesem Scheiß zukommen. Nee. Ja, dafür sehen die Zuschauer was Schönes. Das ist alles andere als schön. Ja, es ist auch schön. Ich tot, aber es macht nichts. Wieso? Ich kann doch mal weiterkämpfen, wenn ich tot bin. Ja, aber kann ich nicht kämpfen? Ja, doch. Ja, du hast, mein Gott, du hast so viele Abschüsse! Ja, genau, und jetzt? Ja, ich werde doch drüber kommen, echt? Ja, du hast gesagt, du musst nicht drüber kommen, du kannst auch so schießen, hat er gemeint. Mein Gott, echt? Ja, allerdings. Das liegt immer im Auge des Betrachters! Alle ja. Roboter sollten als feindlich gesehen werden, glaub mir. Sie sehen dich auch als Feind. Niederschlag ist eine weitere Cyberfähigkeit von dir. Jetzt hab ich schon, wie soll's jetzt schon? 120 Schüsse durch das Dein. Gut bin! Lass mal jetzt nicht zielig stehen, Hintergrund diesmal. Und schieß auch hinten raus. Und dass ich wieder das dumme Arschloch bin, der schuld an unserer Niederlage ist. Ich bin tot. Mach nix, komm rüber zu mir. Come to me, Blade Bro. Ja, was ist denn da jetzt wieder los? Also, wenn die kommen, dann sagst du es. Ihr kommt. Okay. Das ist doch gut. Meine Fresse, ich hab noch getötet. Ja, ehrlich, aber auch. Ja, man muss schon sagen, ein sehr, sehr spannendes Spiel. Ja. Macht schon ordentlich Freude. Ja. Dazu muss man sagen, wir waren gestern schon mindestens eine Stunde dran. Ich bin übrigens tot. Mein Gott, wie kann man hinten sterben? Keine Ahnung. Macht nix, ich töte sie alle. Ja, das ist jetzt schon vorbei. Also ich, die töten mich echt immer noch mit ihrem letzten Atemzug, wenn die schon tot sind. Alle Roboter sollten als feindlich gesehen werden, glaub mir. Das gibt's doch nicht! Echt wahr! Fick deine! Keine Ahnung wen! Was, passt mal wieder mit deinen Ausdrücken auf? Ja, es tut mir leid. Gleich kommen die rassistischen Äußerungen. Nee, in dieser Kampagne nicht, die gab's davor. Ja. Sie kommen durch die Fenster. Das darf jetzt lauter nicht sein. Das muss ein. So. Warum sagst du mir das jetzt erst? Dreckige Stube! Komm hinter! Ja, ich komm hinter. Wir müssen jetzt echt vorsichtig bleiben, weil alles andere ist einfach, ergibt keinen Sinn. Einer muss immer total in Deckung bleiben. Einer kämpft, der andere wartet. Ja, so machen wir es jetzt anders, ergibt es keinen Sinn. Wie kann der ich jetzt sterben, bitte? Jetzt haben wir ein Problem, gell? Ich komm zu dir. Ja, ich warte. Ich geh jetzt echt kein Risiko mehr ein. Der bleibt da stehen, ja. Du bist jetzt eh gleich wieder tot, hätten? Wahrscheinlich. Na, wieder einmal. Willst du töten? Ja, ich töte jetzt. Ja, du hast ja erst 153 Abschüsse und ich erst einen. Du hast krasse Schüsse. Ja, eben. Mein Gott, die Schüsse haufen wir auch aus. Endlich. So, jetzt können wir weiter marschieren. Ja. Haben wir noch nicht gesehen, diese Tolligkeit. Okay. Oh Gott! Please! Keine Ahnung, fuck! Die Tür ist so! Ja, ich hab's gesehen! Pass auf, sie sind lieber rein! Oh Gott! Oh Gott! Du schaffst es, du schaffst es! Oh, du bist so gut! geht deine Tür zu? Ja, so eine Scheiße! Ey, solche Wichser! Ich mein, solche unnetten Menschen! Bleib am Leben! Ja, ich werde leben. Okay, der ist tot. Der ist nicht tot. Da ist aber noch einer am Leben. Einer ist da noch irgendwo, also bleib am Leben. Wenn das real wäre, hättest du jede Menge Zivilisten auf dem Gewissen. Ja, genau. Wie hoch. So endlich nicht. Wow, wow, wow. Das ist mich halt klar. Also ich mich frage in diesem Zug, warum der Roboter laufen. Das ist sowas kein Mensch nicht. Oh Gott. Okay, ich bin. Oh Gott. Ja, ich fliege schon mal. Oh Gott, komm. Ja, nee. Ganz hinten. Ich hab die rechte Tür, genau die habe ich auch im Blick. Ich hab die linke Tür. Doch die rechte Tür kommt gleich eine. Sehr gut. Sehr gut. Rückst du vor, dann rück ich jetzt auch langsam vor.
Schaut schon mal sicher aus bislang. Herzlich willkommen zurück zu Franim und Scharanke! Die Zocktrottel! Also wir steigen schon wieder mitten im Spiel ein in unserer Kampagne. Wir sind mittlerweile auf dem Zug, auf dem wir uns in dieser Geschwindigkeit. Oh Gott, schon. Oh, haben wir Probleme! C2, wir haben zwei, also. Du hast doch. Oh Gott! Ja, töt ihn! Ich sag töt ihn! Töt ihn, du bist der lustige Granatenlaut und du hättest schießen können wahrscheinlich. Ach Schmarrn, wir hätten einfach nur unsere Denkfähigkeiten machen sollen. Ja, die Denkfähigkeit. Ja. Ach, jetzt haben wir kurz Ruhe. Diese Folge schließt gleich an die Folge davor an, wo wir uns ja schon durch den Zug gekämpft haben. Tot. Ja, das stimmt. Auf dem Zug, im Zug, unter dem Zug. Jede Seite kommt einmal dran. Mein Gott, ich will mal wieder gegen normale Menschen kämpfen, wenn diese Autobots. Das ist bei dem Spiel unmöglich. Ja, ich bin tot. Ach Gott. Ich töten, dann ist frei. Nein. So. Ja, gut, man kann Koop spielen, das ist ganz toll. Ja, man kann, also auf jeden Fall werden wir auch noch Zombie-Folgen hochladen, die sind nämlich auch mehr als geil. Die sind sogar besser wie der, mehrere Feinde gleichzeitig. Ja, das stimmt. Die sind überhaupt nicht mit Zombie anfangen. Hier, nein, stopp, stopp, zurück, zurück. Du musst jetzt auf 2 drücken, auf 2. Warte, erstmal schmeiß ich mit. Oh Gott. Oh Mann. Ah, kein Stress. Achso, oi, da lang. Was kann man jetzt da machen? Wie hast du das jetzt gemacht? Oh Gott, meine Fähigkeit war zu Ende. Spring runter, drück Q. Erst runterspringen. Q. Wow. Lebt noch einer? Bei mir hat die Fähigkeit aufgeladen. Ich bin einfach so reingesprungen. Oh Mann. Das ist wieder typisch von Freien. Ja, stimmt. Ja. Naja, auf jeden Fall. Ist das jetzt die Bombe oder was? Ja, das ist die Bombe. Das ist aber schon eine große Bombe. Das ist die Motorbombe. Und da ist sie keine C4, sondern C5. Was müssen wir jetzt eigentlich machen? Ich hab keine Ahnung. Da müssen wir nichts machen. Ich glaube, wir müssen da durch. Naja, Tatsache. Da, da kennt sich wieder einer aus. So bin ich, gell? Sollten wir. Jetzt weiß ich, wir müssen das Ding zerstören. Jetzt passen wir auf. Das geht so. Rein. Ja, der war gut. So, ich versuche. Ernsthaft? Ja, wir müssen da hochsprinten. Na oh Mann. Sind wir dumme Menschen. Ja, wir sind echt mehr als dumm. Ah, zurück! Kein Stout. Du! Ja. Kein Stress. Ich frag mich halt, warum da so. Tot. Wieso bist du auch aus deiner Deckung raus? Ja, warum kommst du denn in die Deckung rein? Bin ich doch gerade drüber. Ach, so ein Scheiß bist du, ey. Natürlich. Ah, typisch. Also, wir müssen jetzt da hoch. Der neurale Netzwerk-Prototyp befindet sich im Waggon direkt unter dir. Da könnte durch 6 Zoll CRT geschützt sein. Aber du bist gar nicht in die Turbo hochgehen. Du musst wissen, das Spiel kommt mir vor. Also, wir kommen gleich. Das Spiel braucht so viel Arbeitsspeicher und Leistung. Wie man sehen kann, ist es nicht die beste Grafikeinstellung. Auf dem zweiten PC ist sie gleich noch viel besser. Allerdings. Zum Glück sieht es keiner. Ja gut. Oh Mann. Ich sag's euch. Bei C und D2, das war noch Zeiten. Das müssen wir aber, da müssen wir Folge drehen. Stimmt eigentlich, ja. Das, da hätte ich Freude. Ja, für 30 Euro können wir es uns kaufen. Scheiße, ja, ich bin tot, ich weiß nicht wie, aber ich bin tot. Ja. Passiert, geil. Ja, der kommt ja immer näher, gell? Na, schon hier. So, jetzt können wir mal endlich weiter marschieren. Ja, da ist schon wieder einer. Ein Lumpas. Lumpas, tot. Hast du gesehen, wie ich den getötet habe? Nein, das habe ich nicht gesehen. Ja, da hast du es verpasst, du. Stopp, 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 stopp! Ich hab's kurz. Wie viele sind wir da unten? Ich sehe nichts. Das ist schlecht. Ja, mindestens einer. Das ist da hinten. Da hinten noch einer. Da, da und. Nee. Nee, der ist tot. Da sind noch welche. Sag mal dann, wenn du kurz zum Verrecken bist, dann komme ich runter. Ja, wahrscheinlich jetzt ziemlich bald. Ist da noch einer? Nein, glaub nicht.
Wieso macht das Spiel schon so relativ große Freude? Location. Ja genau, da gibt es auch solche Waffenkisten, da kann man dann quasi seine eigene Waffe vorher erstellen und dann auch die sind da. Schmeiß Granaten, kannst du unendlich viel hier neu holen. Ja, aber... Wie genau? Wie genau? Ich hab keine Nähe. Wieso? Die kannst du hier unendlich neu holen. Ja, da steht ja Munition auf Stoffen, aber... Wieso ich nicht drauf will? Oh, kein Stress! Bin ich dumm, das geht einfach nicht. Früher, da hat man einfach nur drauf gedrückt, ne? Auf F. Und jetzt muss drauf bleiben. Ja, die Zeiten sind vorbei. Ja, leider Gottes. Das einfache Spielen ist vorüber. Ja, aber ich habe mich in die Luft. Ja, stimmt, ja. Da hast du recht. Ich dachte, ich bin schon lange nicht mehr gestorben. Keine Stress war Absicht. Die sind alle tot! Ja, weil ich den ganzen Nate reingeworfen hab. Mein Gott, die sind mehr Roboter wie beschissene Hurenkanacken. Tot. Das habe ich gesehen. Ja. Jetzt willst du mir endlich mal wieder hacken. Ja. Das stimmt. Ich hack mal und du schaust dich mal um, ne? Ja, das hättest du jetzt gerne, dass ich mich umschau. Ja. Oh Gott. Ja. Da ist jetzt die Bombe. Ja, da ist sie. Die Story besagt nämlich, da ist die Bombe in dem Zug, sie explodiert und dann ist die Technik für die Roboterforschung 5 Jahre nach hinten katapultiert worden. Das ist eigentlich ganz einfach. Und der Typ sagt uns das jetzt halt quasi, dass er stolz ist. Und wie ich gesagt, das war alles nur eine Erinnerung, eine Simulation, also nicht real. Das heißt, die ganze Situation ist passiert und wir können nicht nachvollziehen, warum wir die wieder... nochmal spielen sollen. Das ergibt irgendwie keinen Sinn, ne? Nicht so wirklich, ne. Du hättest es nicht aufhalten und vom Zug verschwinden können. Wir sind mittlerweile auch ein halber Roboter, weil wir uns jetzt nicht sämtliche Gliedmaßen verloren haben. Ja, stimmt auch. Wo sind sie denn jetzt schon wieder? Naja, ich glaube, wir können uns gleich verabschieden. Ja, ich würde sagen, wir verabschieden uns so langsam aber sicher. Wobei diese Frequenz können wir noch abwarten, oder? Ja, da können wir dann schon einen halbglatzköpfigen. Ich erwarte mehr. Wie kann man wieder solche Menschen diskriminieren und beleidigen? Nee, das war doch nicht beleidigen, das war eine Tatsache, die ich geäußert habe. Was sagst du dann zu dem? Das ist ein wunderschöner Mann. Achso. Hendrix wurde bei der Mission nicht mal verletzt. Er hat sich freiwillig gemeldet. Das sind wir, glaube ich, jetzt, dass es ihm gut geht, genau. So, das war's jetzt so ziemlich. Der Prolog, der Einzel. Kampagne ist abgeschlossen. Genau. Und dann verabschieden wir uns mal wieder mit unserem wunderbaren Namen. Und zwar sind die... Ja, was sind wir denn überhaupt? Keine Ahnung. Du hättest mir eigentlich ein Zeichen geben sollen. Ach so. Ja, schau, ich habe einen Zettel geschrieben. Da haben wir es jetzt aufgeschrieben, damit wir es mal ablesen können. Ja, kannst du den mal nochmal hinlegen? Ja, hier ist er. Okay, danke. Also, probieren wir es nochmal. Ja, genau. Also 3, 2, 1. Wir sind Freiden und Scharanke, die Zockrottel. Also bis zum nächsten Mal. Und wiederschauen. Im Zombie-Modus. Wiederschauen. Ja, wiederhören. Natürlich könnt ihr uns gerne auch auf Facebook besuchen. Auf Twitter. Auf Google+. Oder auch einfach eine E-Mail schreiben. Ja, das stimmt. Daumen nach oben, dann werden wir euch loben. Schön gereimt. Also, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen, ihr Fratzen.